Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen 0511 Sommerinterview. Die meisten Menschen werden es kennen. Wenn man im Internet eine Information sucht, landet man ziemlich schnell bei Wikipedia. Und das ist auch kein Wunder. Wikipedia hat über 60 Millionen Einträge und ist in über 330 Sprachen und Dialekten erhältlich. Der Verein, der in Deutschland maßgeblich für die Seite von Wikipedia verantwortlich ist, heißt Wikimedia Deutschland. Und mit deren Vorständin spreche ich heute. Herzlich willkommen, Franziska Heine. Frau Heine, Wikipedia kennen ja vermutlich die meisten Menschen. Was genau ist aber Wikimedia? Wikimedia, das klingt ja erstmal ziemlich ähnlich. Ja, Wikimedia Deutschland, das ist der Verein, der zur Wikipedia, aber auch zu all den anderen vielen Schwesterprojekten dazugehört. Der wurde vor 20 Jahren von den Freiwilligen gegründet. Und die haben den gegründet, weil sie gesagt haben, wir hätten gerne eine Organisation, die unsere Arbeit unterstützt. Und dafür sind wir da. Wikimedia Deutschland ist zu ganz vielen Teilen dazu da, die Freiwilligen darin zu unterstützen, was sie tun wollen. Wozu braucht es denn diesen Verein? Ich meine, die meisten Inhalte werden ja von Freiwilligen geschrieben und kontrolliert und bearbeitet. Wozu braucht es da einen Verein? Es werden tatsächlich alle Inhalte von den Freiwilligen geschrieben. Das machen wir genau nicht in unserer Arbeit. Der Verein ist dazu da, die Freiwilligen zu unterstützen. Und das kann ganz verschiedene Formen annehmen. Wir geben Stipendien, wir helfen, wenn Bücher gekauft werden müssen, wenn Technik gekauft werden muss. Wir organisieren aber auch mit den Freiwilligen zusammen Veranstaltungen. Wir haben drei große Veranstaltungen im Jahr. Das machen wir mit ihnen gemeinsam. Wir bieten Unterstützung bei rechtlichen Fragen an. Denn kann man sich vorstellen, wenn man in der Wikipedia Bilder veröffentlichen möchte oder manchmal auch bestimmte Texte schreibt, das hat auch rechtliche Fragen mitunter. Genau, für solche Sachen sind wir zum Beispiel da. Also könnte ich jetzt als Wikipedia-Autor sagen, ich brauche für meine Recherche die Bücher und dann schreibt er Ihnen eine E-Mail und sagt, könnt ihr die kaufen oder wie funktioniert das? Ganz genau so muss man sich das vorstellen. Es gibt eine E-Mail-Adresse, da kann man hinschreiben und sagen, das ist mein Projekt, ich bräuchte oder ich hätte gerne dieses Buch. Und dann kommt noch ein bisschen Bürokratie dazu, man muss das auch alles abrechnen, aber ganz genau. Muss ich dafür Mitglied bei Ihnen sein? Nein, weil es gibt eine Unterscheidung zwischen den Mitgliedern des Vereins. Wir haben inzwischen über 110.000 Mitglieder, also wir sind ein sehr großer Verein in Deutschland. Aber es gibt ganz viele Menschen, die sind Mitglieder und die schreiben aber überhaupt keine Artikel oder laden Bilder hoch. Die möchten einfach nur die Arbeit unseres Vereins unterstützen, weil sie zum Beispiel ganz viel von der Wikipedia profitiert haben. Die Freiwilligen wiederum, da gibt es ganz viele. Die haben mit dem Verein gar nichts zu tun, die machen einfach ihre Arbeit. Und genau, da gibt es eine Trennung. Und bei manchen gibt es auch eine Überschneidung, die machen beides tatsächlich. Ja. Wie ist das denn mit der Struktur, die Wikimedia hat? Gibt es einen Wikimedia-Ableger in jedem Land, so wie es den in Deutschland gibt, oder ist Deutschland eine Ausnahme? Also das Wikimedia Movement, wie wir das nennen, hat insgesamt 38 Länderorganisationen, die heißen Chapter bei uns. Das heißt also, nein, nicht jedes Land hat ein eigenes Chapter, aber es gibt immerhin 38. Und trotzdem haben wir in Deutschland schon eine sehr spezielle Rolle, weil wir sind mit großem Abstand das zweitgrößte Chapter nach der Wikimedia Foundation. Und wir sind auch das einzige Chapter, was neben der Wikimedia Foundation Software entwickelt. Die sitzt in den USA. Die Wikimedia Foundation, ganz genau, die sitzt in San Francisco. Es gibt ja noch neben Wikipedia weitere Schwesterprojekte, wo Ihr Verein involviert ist, wie zum Beispiel Wikidata oder Wikimedia Commons. Wie genau hängt das zusammen? Können Sie das einmal näher erläutern? Die meisten Leute kennen ja Wikipedia nur. Genau. Ja, Wikipedia ist natürlich das Projekt, was wirklich alle kennen und viele schon genutzt haben. Aber es ist richtig, es gibt ganz viel andere. Und ich würde sagen, das zweitgrößte ist Wikidata. Und das Besondere an Wikidata ist, dass wir das hier in Deutschland in Berlin entwickeln. Also wir haben mehrere Software-Teams, die die Software hinter Wikidata, die Wikibase heißt, bauen. Da geht es um verlinkte, strukturierte Daten.
ist also ein bisschen anders als die Wikipedia. Die Wikipedia, das sind ja immer diese Sprachvarianten. Wir haben inzwischen über 300 verschiedene Sprachversionen. Wikidata, da kommen alle verschiedenen Sprachen zusammen. Es gibt aber, außerdem haben Sie auch gerade gesagt, Wikimedia Commons, das sind Mediendateien, das sind Bilder und Videos und Audiodateien. Es gibt aber auch sowas wie Wiktionary, was eine Art Wörterbuch ist. Es gibt Wikivoyage, wo man Reiseführer lesen kann oder aber auch mitschreiben kann an Reiseführern. Es gibt die Wikiversity, also es gibt eine ganze Reihe an Projekten, die sich entwickelt haben, weil Freiwillige gesagt haben, das ist mir wichtig, ich möchte mich dafür engagieren und andere gefunden haben, die das mit ihnen zusammen machen. Also diese Schwesterprojekte von Wikipedia, das sind auch alles Freiwillige, die das organisieren? Das ist richtig, das sind alles Freiwillige, die das initiiert haben und die das dann auch weiter betreiben. Ja, ich habe noch eine kurze Rückfrage zu Wikidata. Sie meinten, da laufen sozusagen ganz viele Sprachen zusammen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn das kein Wörterbuch ist oder keine Übersetzungssoftware? Genau, ich habe ja schon gesagt, die Wikipedien, das sind ganz viele verschiedene Sprachen, die jeweils ihr eigenes Wiki haben. Und Wikidata ist entstanden mit dem Gedanken, wie wäre es denn, wenn wir es möglich machen, die Artikel miteinander zu verlinken. Und das ist aber gar nicht so einfach, weil es gibt nicht in jeder Sprache zu denselben Dingen Artikel. Und Wikidata, wenn man sich das so vorstellt, dass es gibt einen Artikel zu Berlin zum Beispiel, den gibt es auf Deutsch und den gibt es auf Englisch und Französisch. Und in Wikidata hat man dann ein Objekt, ein Item, das heißt Berlin, und das wird dann in all den anderen Sprachen auch übersetzt. Also es ist ein bisschen sowas wie ein Wörterbuch, aber das wird nicht einfach nur übersetzt, sondern es wird auch beschrieben. Es werden Eigenschaften hinzugefügt. Berlin zum Beispiel kann die Eigenschaft Stadt bekommen, kann die Eigenschaft Einwohner bekommen. Und dann kann man dazu dann auch immer sehen, wie viele Einwohner gibt es, wie viele Bezirke gibt es, wer ist Bürgermeister. Also Konzepte in der Welt werden beschrieben mit verschiedenen Eigenschaften. Und das dann immer gleich in allen Sprachen, die zur Verfügung stehen. Also wenn sich in Hannover der Bürgermeister ändert, dann könnte man sagen, okay, es hat sich was geändert, ich schreibe das jetzt neu und dann ändert sich das auch für Menschen, die das auf Englisch lesen. Das ist die Idee sozusagen, dass es in den Wikipedia-Artikeln so eine Art Box gibt, in der diese Daten drinstehen. Und dann wäre bei Hannover zum Beispiel, und es gibt eine neue Wahl und man verändert den Namen des regierenden Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in Wikidata. Und dann ist es genauso, wie Sie das gerade beschrieben haben, dann ändert sich das in dieser Box, in jedem anderen Artikel auch. Weil ansonsten hat man nämlich genau das Problem, man müsste in jeder Sprachversion überprüfen, stimmen die Daten noch, ist das korrekt? Und das ist tatsächlich der große Vorteil von Wikidata. Man hat es an einem Ort, es muss nur eine Person kommen auf der ganzen Welt und etwas erkennen, das falsch ist, es korrigieren und es ist überall korrigiert. Um nochmal zu Wikipedia zurückzukommen, könnten Sie einmal so einen exemplarischen, ich sag mal, Ablauf beschreiben, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich hab Infos, ich möchte einen Artikel schreiben, muss ich da Mitglied sein bei Wikipedia, bei Wikimedia? Wie ist das so? Können Sie das einmal exemplarisch nachzeichnen? Ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele verschiedene Wege gibt, wie Menschen dazu kommen, einen Artikel zu schreiben. Aber zunächst mal nein, man muss überhaupt nirgendwo Mitglied sein. Man kann kommen und sagen, ich weiß was über diese Sache und über diese Sache gibt es noch keinen Artikel und kann dann anfangen, einen Artikel zu schreiben. Jetzt ist es aber so, dass es Regeln dafür gibt, welche Dinge relevant genug sind, um Teil der Wikipedia zu werden. Und es kann sein, dass das, wofür ich mich gerade interessiere und worüber ich einen Artikel schreiben möchte, nicht relevant genug ist. Und dann würde es zum Beispiel diesen Artikel auch nicht geben. Das heißt, sagen wir, Sie fangen an, einen Artikel zu schreiben und Sie möchten den veröffentlichen. Dann ist auch da die Frage, sind Sie eingeloggt oder nicht? Weil man kann tatsächlich auch die Wikipedia editieren und muss noch nicht mal eingeloggt sein, muss noch nicht mal ein Konto haben. Wenn Sie das tun, dann würde aber der Artikel nicht sofort veröffentlicht werden, sondern dann würde es so eine Art Qualitätskontrolle geben. Dann guckt sich diesen Artikel jemand an
und entscheidet sozusagen, ist es relevant genug, passt es zu den Kriterien, und das ist auch keine persönliche Entscheidung, ja, ich gucke ihn mir an und ich finde ihn spannend und deswegen veröffentliche ich ihn. Da gibt es ganz klare Regeln. Und wenn alles gut geht nach diesen Regeln, dann würde dieser Artikel auch veröffentlicht werden. Es kann aber auch passieren, dass der Artikel vielleicht nicht ausführlich genug ist, dass nicht alle Aspekte ausreichend beschrieben wurden. Auch dann wird er vermutlich, wenn er veröffentlicht ist zum Beispiel, nochmal zur Diskussion gestellt und eventuell wird ein Löschantrag gestellt, der Ihnen dann anzeigen würde, ich muss hier nochmal rangehen, ich muss hier nochmal was verändern, damit dieser Artikel gut genug ist tatsächlich auch für die Wikipedia. Wer entscheidet denn bei Wikipedia letztendlich, ob etwas richtig ist oder ob etwas falsch ist? Das ist ja eine große Verantwortung und gerade bei politischen Themen könnte ich mir vorstellen, gibt es ja viel Streit. Ja, tatsächlich ist es so, dass wenn ein Artikel besonders stark diskutiert wird, weil es so viele verschiedene Meinungen dazu gibt oder Haltungen, also es geht ja nicht darum, Meinungen in die Wikipedia zu schreiben, es geht darum, Fakten dort reinzuschreiben und eine möglichst neutrale Darstellung dessen, was man beschreiben möchte. Und gerade bei Themen, die sehr kontrovers sind oder gerade sehr aktuell sind, sind es oft sehr viele Menschen, die da zusammenkommen und sagen, ich möchte etwas dazu schreiben. Und dafür gibt es die Diskussionsseite. Auf der Diskussionsseite diskutieren, daher der Name, alle, die einen Artikel verändern, erweitern, schreiben wollen, und diskutieren so lange, bis sie sich geeinigt haben darauf, was in diesem Artikel tatsächlich am Ende stehen soll. Hat denn jemand, der einen Doktortitel hat, mehr Macht oder mehr Aussagekraft als jemand, der nicht eingeloggt einen Artikel zu einem wissenschaftlichen Thema schreibt? Gibt es da Abstufungen? Nein, tatsächlich nicht, weil bei den meisten Menschen sieht man anhand des Nutzernamens ja überhaupt nicht, was steckt da dahinter? Steckt da ein Professor dahinter? Ist es ein Schüler in der großen Pause, der gerade versucht, einen Artikel zu editieren? Das kann man nicht sehen, sondern es kommt wirklich auf ja, die Argumentation, die Fakten, die man beitragen kann, an, die Quellen, auf die man verweisen kann und eben genau nicht auf den Titel. Ja. Können Sie mir denn einmal so einen typischen Freiwilligen beschreiben, der Wikipedia-Artikel schreibt? Lässt sich das überhaupt sagen? Was ist das so im Schnitt für einen Mensch? Das ist ja kein Hobby wie jedes andere. Oder vielleicht doch, ich weiß nicht. Ja, es kommt drauf an. Ne? Ich glaube, wenn Sie die Freiwilligen fragen würden, die würden wahrscheinlich sagen, doch, ist ein Hobby wie jedes andere auch. Ich habe noch fünf andere. Auf der einen Seite sind es sehr unterschiedliche Menschen, die schreiben, aber auf der anderen Seite ist es schon so, dass bestimmte Gruppen natürlich stärker vertreten sind als andere. Das muss man schon sagen. Also die Wikipedia wird deutlich stärker von Menschen zum Beispiel mit akademischem Hintergrund geschrieben. Das sind nicht alles ProfessorInnen, aber es sind oft Menschen, die ja, eine längere Schulbildung hinter sich haben. Es sind oft Menschen, die etwas älter sind tatsächlich schon. Allerdings haben wir festgestellt, dass, wenn man es mit der Gesamtbevölkerung vergleicht, wir überdurchschnittlich viele junge Menschen tatsächlich auch dabei haben, die die Wikipedia editieren. Das hat uns selber ein bisschen überrascht, ist aber toll zu sehen. Und es ist tatsächlich auch so, es sind durchschnittlich mehr Männer in den Projekten als Frauen, was uns natürlich nicht glücklich macht, aber was tatsächlich so ist. Spiegelt sich das denn auch in den Artikeln wieder? Also schreiben Männer mehr Artikel über Männer und dann sind Frauen unterrepräsentiert? Oder können Sie das irgendwie, die Effekte davon, feststellen? Ja, es ist schon so. Wenn man sich die Anzahl an Biografien zum Beispiel anschaut, muss man sagen, sind Frauen deutlich unterrepräsentiert. Das hat nicht nur Gründe darin, dass es weniger Frauen bei den Freiwilligen gibt, die die Texte schreiben, sondern das ist eher ein systemisches Problem. Weil wenn man sich anguckt, egal wo, ne, in welche Menschen in Nachrichtensendungen auftreten, welche Geschichten von wem erzählt werden, in wie vielen Zeitungsartikeln Frauen auftauchen. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Wikipedia wieder. An der Stelle ist es schon ein Bild der Gesellschaft als Ganzes. Man muss aber auch dazu sagen, dass es sehr, sehr viele Menschen, gerade bei den Freiwilligen, gibt, die ganz aktiv versuchen, was dagegen zu tun. Und ich würde sagen, in den letzten 5 bis 10 Jahren hat sich da auch einiges getan.
Sie hatten es vorhin angesprochen, es gibt auch Treffen der Wikipedia-Community, wie zum Beispiel in Hannover gibt es ja ein Ort, wo sich Menschen aus der Wikipedia-Community treffen. Was haben diese Orte für einen Sinn? Wozu hat man die kreiert? Das ist richtig. In Hannover gibt es einen lokalen Raum, wir nennen die lokale Räume. Es ist einfach so, es gibt sehr, sehr viele Freiwillige, die einfach ihre Artikel vor sich hinschreiben, die das überhaupt nicht brauchen, mit anderen in den Austausch zu kommen und das auch gar nicht möchten. Aber das Projekt ist von Anfang an ein Projekt, in dem Menschen im Grunde darum ringen, die Welt zu beschreiben, aber miteinander. Ja, und da passiert viel digital, viel online. Ich habe über die Diskussionsseiten schon gesprochen. Aber es ist schon so, dass die Freiwilligen wirklich auch sich treffen möchten, sich im realen Leben sehen möchten, miteinander Projekte auch machen möchten. Eben genau nicht einsam und allein am Computer eine Seite im Internet beschreiben, sondern gemeinsam in Hannover zum Beispiel die Stadt mehr oder weniger abbilden in unseren Projekten. Und dabei helfen diese lokalen Räume, weil sie einfach einen Ort schaffen, an dem sie zusammenkommen können, an dem sie ihre Bücher auch miteinander teilen können, an dem sie Objekte digitalisieren können. Und diese Räume gibt es wirklich in ganz Deutschland. Es gibt einen in Berlin, in Köln, in München, in Fürth. Köln habe ich schon gesagt. Ich glaube, 6 insgesamt. Dresden hat keinen. Genau, aber es werden auch immer mehr. Und es hat sich einfach als ein Konzept erwiesen, was wirklich für die Gruppen, die sich um die Räume dann kümmern, auch wichtig ist. Und es ist so, wir helfen bei der Miete des Raums, der Verein bezahlt die Miete und kümmert sich um die Verträge, aber die Freiwilligen füllen das mit Leben. Die machen jedes Jahr einen Plan, was sie machen wollen in ihrem Raum. Es gibt auch unterschiedliche Schwerpunkte. Sie hatten es gerade schon angesprochen, es kostet ja Miete. Wie finanziert sich Wikimedia eigentlich? Und wofür geben Sie das Geld aus? Alles für Miete? Ja, Miete ist... Wir haben 3 wichtige Bestandteile, die dazu beitragen, dass wir unsere Arbeit machen können. Es gibt zum einen die Spendenkampagne, die jedes Jahr im 4. Quartal läuft. Wer in der Wikipedia unterwegs ist, hat bestimmt dieses Banner auch schon mal gesehen, wenn wir nach Spenden fragen. Das ist ein wichtiger Baustein. Der zweite sind tatsächlich die Mitgliedsbeiträge. Und das dritte sind Projektförderungen. Also es gibt Stiftungen, die unsere Arbeit unterstützen. Es gibt aber eben auch Projekte, die wir im Rahmen der EU machen. Es gibt Projekte, die wir eher im Rahmen von der Förderung in Deutschland machen. Das ist ganz unterschiedlich. Wer sind denn die Spender dann? Also das sind die Mitglieder, aber auch Stiftungen, die an Wissen interessiert sind? Also können Sie da Namen nennen? Nein, also die Spenden und Gelder aus Stiftungen, das sind 2 unterschiedliche Dinge. Die Spenden kommen wirklich von Einzelpersonen. Das sind Menschen wie Sie und ich, die lange Jahre Wikipedia-Artikel gelesen haben und gesagt haben, Mensch, ich möchte einfach einmal im Jahr eine gewisse Summe spenden. Oder die sagen, ich will nicht jedes Jahr spenden, ich will einfach Mitglied im Verein sein. Und dann kommt das Geld darüber. Stiftung ist ganz unterschiedlich. Wir arbeiten mit einer Stiftung in England zusammen zum Beispiel. Die nennt sich Arcadia. Darüber werden eher internationale Projekte finanziert zum Beispiel. Genau, und ansonsten Europäische Union, wie gesagt. Mit der Mercator-Stiftung haben wir schon Sachen zusammen gemacht. Das ist ja. Zum Schluss würde ich einmal gerne noch auf das Thema künstliche Intelligenz zu sprechen kommen. Künstliche Intelligenz verändert ja die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, wie Wissen verarbeitet wird. Hat KI irgendeinen Einfluss auf Wikipedia und auf Ihren Verein? Ich glaube, man muss es hauptsächlich andersrum betrachten. Welchen Einfluss hat die Wikipedia auf die KI? Weil es ist so, dass es keins der großen Sprachmodelle gibt, die nicht auf unsere Daten zugreifen und die nicht auch
einen wesentlichen Teil ihrer Trainingsdaten aus den Projekten gezogen haben. Und diese KI-Systeme sind eigentlich nur das letzte Glied in einer Kette. Ne? Vorher waren es die Assistenten Siri, Alexa, die auch alle mit unserem Datensatz gearbeitet haben. Davor waren es die Suchmaschinen. Aber es ist natürlich auch eine Wechselwirkung, muss man ganz klar sagen. Denn gerade diese KI-Systeme, die generativen Chatbots, die sorgen einfach dafür, dass Menschen auf eine andere Art Informationen suchen und Informationen aufnehmen. Also Wikipedia ist quasi die Grundlage für KI-Systeme oder wird mit die Informationen aus Wikipedia füttern die KI? Ja, absolut. Wie ChatGPT oder so. Ganz genau, weil unsere Daten sind frei zugänglich und auch frei zugänglich für solche Systeme und sind ein unglaublicher Schatz, sind aber so viele und auf so viele verschiedene Sprachen, dass keins der Systeme dran. Würden Sie denn sagen, dass Ihre Arbeit politisch ist, weil frei zugängliches Wissen hört sich für mich sehr demokratisch an. Würden Sie das auch so sehen? Absolut, das ist eine sehr politische Arbeit, denn der Gedanke, Wissen für alle zugänglich zu machen, da hängt ja auch dran, eine gewisse Mündigkeit zu erzeugen, Menschen dazu zu befähigen, Entscheidungen zu treffen, bewusst auf bestimmte Dinge reagieren zu können. Und dafür braucht es Wissen und dafür braucht es diesen freien Zugang zu Wissen und eben nicht Dinge, die nur hinter Bezahlschranken liegen. Und auch es ist eine demokratische Frage einfach. Wie sehen Sie denn die Zukunft von Wikipedia und Wikimedia? Wenn Sie einmal in die Zukunft gucken, was würden Sie sich wünschen? Ja, also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass die Bedeutung, die wir heute haben, erhalten bleibt. Wir sind jetzt 20 Jahre alt, es hat sich viel getan, es hat sich viel verändert. Und gerade mit diesen neuen Entwicklungen ist es umso wichtiger, dass das Wissen, validiertes Wissen, Wissen, was eben so ein Prozess durchläuft, in dem man miteinander zu Ergebnissen kommt, Wissen, was auf Quellen basiert, die nachvollziehbar sind, die transparent sind, dass das in Zukunft eine Rolle spielt und dass das auch in Zukunft ja, auf Wegen von Menschen aufgenommen werden kann, über die sie wissen, was sie da konsumieren, wo sie sich nicht fragen müssen, wie ist denn diese Antwort jetzt zustande gekommen, was steckt denn da eigentlich drin und kann ich der glauben? Alles klar, dann war es das für heute mit unserem heutigen 0511 Sommerinterview. Vielen Dank. Sehr gern.